lauter tote Gesichter, dahinter lauter tote Berufe, tote Zeit. Domagstraße 33 im Norden von München-Schwabing. Hier steht die Funkkaserne der Bundeswehr, die Hitler im Zweiten Weltkrieg erbauen ließ und die später von der US-Armee besetzt wurde. Auf dem verlassenen Gelände haben sich vor 13 Jahren die ersten Künstler der Kunsthochschule angemietet. Mittlerweile bilden die Domag-Ateliers eine der größten Künstlerkolonien Europas, in welche Ateliers, Studios und Proberäume für 300 Künstler aus 36 verschiedenen Nationen angesiedelt sind. Es war wirklich eher so dieses, wir trommeln jetzt Leute zusammen und stellen was auf die Beine. Dieser Traum, also dieses da war, gemeinschaftlich, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Und auch ja, diesen Raum hier zu nutzen, zu wissen, da ist einfach die Möglichkeit da, sich zu vernetzen, gemeinsam an einen Strang zu ziehen, ja, gemeinschaftlich zu sein und den Raum dafür zu haben. Viele befreundete Künstler sind seitdem auf das Domag-Gelände gezogen. So wird der erste Stock des Kasernengebäudes Haus 35 von der 10-köpfigen Performergruppe bewohnt. Die Küche ist gemeinsamer Treffpunkt und Besprechungsraum. Die wechselseitige Inspiration, die die kreative Umgebung mit sich bringt, wirkt auf die Künstler wie ein belebendes Biotop. In einem kommerziellen Umfeld wäre das nicht möglich. Durch die günstigen Mietpreise, die unter 5 Euro pro Quadratmeter liegen, finden Sie den Freiraum, den Sie brauchen, um gemeinsam Ihre Ideen verwirklichen zu können. Das ist so ein Kostüm von uns hier, wo wir öfter auch werkeln und nähen und bauen und genau unsere ganzen Kostüme eben gelagert haben. Hast du wie immer Chaos? Ende des Jahres sollen die Künstler das Gelände verlassen. Die kulturelle Zwischennutzung wird durch die gekündigten Zwischenmietverträge beendet. Der Bund hat das Gelände günstig an die Stadt verkauft, mit der Auflage, dass dort sozial geförderter Wohnungsbau entsteht. Die Baupläne der Architekten und des Baureferats München beinhalten, ein Haus der Künstlerkolonie mit Raum für 77 Künstler zu erhalten, das diese in Erbpacht erwerben können. Für die übrigen Künstler ist nichts vorgesehen. Bis auf ein Haus sollen die übrigen 10 Gebäude abgerissen werden. Es wurde daher eine Interessengemeinschaft der Kunstvereine gegründet, um den ansässigen Künstlern auch in Zukunft ihre Arbeits- und Atelierplätze zu sichern. Jola Grimm, Videokünstlerin und Vorstand des 1995 gegründeten Kunstvereins VAK e.V., setzt sich seit Jahren aktiv für den Erhalt der Künstlerkolonie ein. Diese Art von Kultur, die hier gelebt wird, die hier gelebt werden kann, auch die Art von Werkstätten, die es hier gibt, auch die Offenheit des Geländes und eben auch, dass wir hier zum Beispiel die Domag-Tage auf die Beine stellen. Das ist eine nicht kommerzielle Veranstaltung, was ein sehr großer bayernweiter und internationaler Publikumsmagnet ist. Aber letztendlich fehlt uns die Unterstützung von den Referaten und dadurch macht sich halt auch so eine Resignation breit. Dieses Jahr finden die letzten Domag-Atelier-Tage statt, die bekannt sind als ein Kulturevent mit speziellem Charme, jenseits des konventionellen Kunstbetriebs. Sie unterscheiden sich substanziell von kommerziellen Kunstspektakeln. Es ist bereits die 14. Jahresausstellung, in der die Künstler ihre aktuellen Werke zeigen. Einer von ihnen ist Yongbo Cao, der seit Beginn der Ateliervermietungen seinen Arbeitsplatz auf dem Gelände hat. Er war Meisterschüler bei Robin Page an der Kunstakademie München.
Heute gehört er zu den profiliertesten Vertretern der Künstlergruppe Neue Helden. Ihr Manifest lautet Unerträglich fürs Wohnzimmer. Und das trifft auf Jong Bozaos Bilder allemal zu. Weil es leider ist. Das ist ja noch vergleichsweise harmlos. Ja, ich habe ein neues Atelier in Starnberg gebaut. Aber ich habe doch nur ein Bild gemalt. Aber ich liebe doch hier. Also du bist wieder hierher gegangen, ja, weil genau. Du das nicht arbeiten Nein. konntest. Und dann ist es zu schade. Ich denke, also ein Malen sowieso sehr einsam, das ganze Leben. Ich muss immer alleine. Ist egal, wo ich arbeite. Das immer funktioniert. Aber das stimmt auch nicht mehr. Diese Einsamkeit, wirklich. Ich kann nicht die Dormannstraße verlassen. Du bist so fest verwurzelt. Genau, weil ich liebe diesen Raum. Also ich schaue meine Kataloge, über 50 große Bilder, alles hier gemalt. Es gibt gar überhaupt keine Alternativen mehr. Das, wie kann man machen? Niemand weiß so recht, wie es weitergehen soll. Die Mieten in München sind zu teuer, um die bisherigen Gemeinschaften erhalten zu können. Wahrscheinlich werden viele abwandern, nach Leipzig oder Berlin, weil die Mieten dort fast um die Hälfte günstiger sind. Das Problem ist, dass die Stadträte und der Oberbürgermeister Ude, der dieses Jahr auch die Schirmherrschaft der Domarkttage übernommen hat, die Künstler unterstützen möchten, ihnen aber die Hände gebunden zu sein scheinen. Weder können sie den Künstlern die Räume lassen, in denen sie sich eingerichtet haben, noch ihnen alternativ freies Gelände zur Verfügung stellen. Wer ist, so fragt man sich, schließlich dafür verantwortlich und dazu befähigt, eine Entscheidung zugunsten der Künstler zu fällen? Diese, man könnte sagen, neuzeitliche Form von Gemeinschaft in dieser Größe ist einzigartig und fällt daher nicht unter die regulären gesetzlichen Mieterbestimmungen. In der Dachgalerie spricht Herr Thalheiser von der SPD stellvertretend für Oberbürgermeister Ude. Aber hier besonders, dass dieser Sohn mit seinen durchaus schon sehr beachtlichen Namen und großen Blüten, aber auch den kleinen Dingen hier miteinander weiter wachsen, blühen und gedeihen soll. Das ist ein einhelliger Wille der Politik, des Bezirksausschusses, des Stadtrates und des Oberbürgermeisters und dazu stehen wir. Es muss eine Struktur her. Weil es kann nur Pächter werden, wenn es irgendeine rechtliche Struktur gibt. Und da kam die Idee der gemeinnützigen GmbH und der Projektsteuerung. Als nächstes muss eine rechtskräftige Form der Künstlergemeinschaft gegründet werden, damit die Künstler überhaupt die versprochene Teilförderung der Stadt entgegennehmen können. In irgendeiner Form auch dazu tatsächlich bekennen. Nicht nur mit Beschluss im Stadtrat und mit schönen Worten, sondern auch mit Unterstützung. Das war ein etwas harter Kampf und ich werde es in Kauf nehmen, nicht Fraktionsvorsitzender zu werden, aber dieser Beschluss, die 180.000 Euro, stehen bereit. Ich glaube, dass kreative Kräfte und dass man sich gegenseitig bereichert mit den Vorstellungen, wie man künstlerisch arbeiten will, dafür braucht es einen Freiraum. Da München sagt, erstens, wir sind eine Stadt mit einem hohen Wohnraumbedarf. Dieser hohe Wohnraumbedarf bedeutet wiederum, dass wir einen hohen Anteil an Sozialwohnungen brauchen. Und deswegen brauchen wir, lieber Bund und liebe Bundeswehr, dieses Gelände günstig. Würde jetzt die Stadt München sagen, machen wir nicht mehr, wir machen da ganz was anderes,
dann würde der Bund als nächstes sagen, interessant, anscheinend gibt es so viele Flächen in der Stadt, dass sich die Stadt München leisten kann, das dem Künstler weiterzugeben. Dann wollen wir aber deutlich mehr dafür haben, weil wir haben es euch günstiger gegeben, weil ihr damit wiederum soziale Auflagen erfüllt. Gibt es also eine Notwendigkeit auf günstige Mieten nur für den sozialen Wohnungsbau? Und fallen Mieter im kulturellen Bereich, die nicht kommerziell orientiert sind, nicht auch unter soziale Förderbarkeit? Also ich bin ja nun ganz vehement der Meinung, dass Kultur ein Grundbedürfnis ist. Ich würde das längst schon gleichsetzen mit sozialen Anliegen und allen anderen Dingen. Dass es auch eine kulturelle Grundversorgung geben muss in einer Stadt, weil eine Stadt wie München, die lebt von diesem kreativen Potenzial. Aber rein formal und gesetzestechnisch ist es ganz eindeutig, dass es nicht drunter fällt. Tote Gebete, tote Frauen, tote Städte, tote Winter und dahinter. Wenn man jedoch die Summen vergleicht, die die Künstler zusammen in einem Jahr allein an Miete gezahlt haben, nämlich 600.000 Euro, dann erscheint der Zuschuss in Höhe von 180.000 Euro, den es zu dem Haus 50 geben soll, für dessen Sanierung doch sehr gering. Das werden der Domagazin-Tage daran erinnert, dass das eventuell wahrscheinlich die letzten Tage sind. Kein Wunder, dass die Künstler entmutigt und von der Stadt enttäuscht sind, da sie doch kulturell viel für München geleistet haben und bereit waren, den Auflagen der Stadt gerecht zu werden. Und dieses Kreuz am Eingang befestigen. Mit was sollen wir malen? Habt ihr Kreis? Wir haben alles dabei. Wir haben Farben dabei, Pinsel, Wasser, Kerzen. Wir sind total präpariert. Eine Lösung zum Besten der Künste und der Kreativität wurde bis jetzt nicht gefunden, ist aber durchaus denkbar. Es fehlt aber an dem nötigen Willen dazu und an Handlungsbereitschaft. Wir werden einfach langsam weiterziehen und während des ganzen Maßes. Beim sozialen Wohnungsbau wird auf finanzschwache Rücksicht genommen. Sollen nicht auch Künstlerinnen und Künstler beanspruchen dürfen, dass auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird? Zum Abschied und auch aus Protest gegen den bevorstehenden Abriss der Kaserne ist ein Gang über das Gelände vorgesehen. Domag wandert Abmarsch. Was bleibt? Jeder kann nochmal auf den Boden schreiben, was ihm fehlen wird, wenn die Gebäude mit den Künstlerateliers auf dem Domag-Gelände dieses Jahr abgerissen werden. Don't speak. There's nothing.